Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe euch heute den T14 Armata 152 mitgebracht, den ich aus der Karibikkiste gezogen habe für 3 Tage. Ihr seht es da jetzt, da zeigt er an 2 Tage. Und ja, spaßiges Fahrzeug. Und ja, bei dem Fahrzeug liegen aber Licht und Schatten dicht beieinander. Und warum das so ist, das werde ich euch gleich erklären. Ja, T14 152. Es handelt sich hierbei um eine Version des T14 Armata mit natürlich größerer Kanone. Eines der Upgrades für den T14 Armata von den Russen in Betracht gezogen wurde die Erhöhung des Kalibers auf 152 mm, was sicherstellen sollte, dass auch wirklich jedes Ziel mit dem ersten Schuss vernichtet wird. Ja, die 2A83 Glattrohrkanone ist wirklich ein Gigant von Geschütz und wurde in den letzten Tagen des sowjetischen Imperiums für die neueste Generation von Superpanzern damals entworfen. Ja, die Kanone ist extrem massiv, extrem schwer und ja, ziemlich, ziemlich teuer in der Herstellung. Vor allem wurde es aber zu keinem Zeitpunkt für den Kampf gegen westliche Kampfpanzer benötigt, weil die Russen, ihr wisst das, sehr starke, standardmäßige Kanonen mit 125 mm haben, die völlig ausreichend sind. Also aus diesem Grund wurde kein einziger sowjetischer Kampfpanzer mit dem Riesengeschütz ausgestattet. Ja, der T14 Armata 152 ist ein Premium-Kampfpanzer der Stufe 10. Und ja, er macht ganz gut Credits. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt für 3 Tage, habe ihn jetzt schon sehr ausgiebig gefahren. Und ja, mein Fazit, er ist, das ist so mein Eindruck, sehr anfällig gegen Gegnerbeschuss. Also gefühlt geht ein bisschen mehr durch als beim normalen T14 Armata, obwohl sie auf dem Papier die gleichen Panzerungswerte haben. Wir gucken uns das gleich mal an. Ja, wie gesagt, großes Credit-Einkommen, ihr macht damit gut Geld. Habt natürlich auch einen längeren Reload. Auch das gucken wir uns gleich an, aufgrund des größeren Kalibers. Ja, wie gesagt, hier schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Ich mag ja die Russen, mag den T14 Armata, den normalen. Wie gesagt, hier geht ein bisschen gefühlt mehr durch bei dem. Ja, er ist ziemlich schick mit seiner speziellen Tarnung, die er hat. Diese Digitaltarnung, so will ich es mal nennen. Schickes Teil. Und ich würde sagen, wir gehen mal auf die Fahrzeugattribute von dem Panzer ein. Ja, natürlich ein großer Vorteil des Panzers. Ihr macht einen Schaden von 1000. Der normale T14 hat 700. Klar, größeres Kaliber. Ihr habt ein bisschen mehr Durchschlag. Ihr habt 850 mm. Der normale T14 mit der Top-Munition hat 830. Ja, Schaden pro Minute seid ihr natürlich ein bisschen geringer. Ihr habt 5128, beim normalen T14 seid ihr bei 6743. Bin derzeit bei einer Nachladezeit von 11,7 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit sind auch 5 km/h langsamer als beim normalen. Ihr erreicht 75 km/h. Höchstgeschwindigkeit von 0 auf 32 braucht ihr 4,96 Sekunden. Fahrzeugmasse beträgt 57,245 Tonnen. Also da seid ihr auch noch mal ein bisschen schwerer. Ja, knapp 2 Tonnen, knapp 1,5 Tonnen mehr. Ja, die Kanone wiegt doch einiges. Wandschwenkung 29,85 Grad. Ja, Tarnung können wir außen vor lassen. Die Sichtweite ist gleich bei beiden T14. 440 Meter. Geschützneigung ist gleich, maximale Abweichung. Gibt es einen kleinen Unterschied? Beim normalen habt ihr 0,092 Grad. Bei dem hier habt ihr 0,097 Grad. Zielzeit ist auch etwas höher mit 2,3 Sekunden. Beim normalen habt ihr 2,01. Auch die Turmschwenkung ist etwas langsamer mit 39 Grad pro
pro Sekunde beim normalen T14 Armata-Adapter. 44 Grad. Fahrzeugmunition habt ihr auch nicht so viel drin. Das flügelstabilisierte Sprenggeschoss, die HE-Griffel, die natürlich einen ordentlichen Schaden macht, wenn sie durchschlägt, mit bis zu 1568. Habe ich aber so auch noch nicht verschossen. Panzerbrechende flügelstabilisierte Geschoss, die AP. Und die ist dann auch richtig teuer. Ihr seht's, 7734 Credits kostet ein Schuss. Ich glaube, beim normalen T14, können wir gleich mal gucken, sind es um die 5500. Also hier habt ihr nochmal ordentlich mehr, was die Granate kostet. Natürlich größeres Kaliber, klar. Wie gesagt, Fahrzeugpanzerung sind sie gleich mit 650 mm am Turm, 650 mm frontal an der Wanne. Aber wie gesagt, gefühlt geht bei dem hier mehr durch, mehr Gegnerbeschuss. Aber das ist ein rein subjektiver Eindruck. Ich weiß nicht, wie wer von euch da draußen schon Erfahrung hat mit dem T14 Armata 152. Also da geht tatsächlich mehr durch bei dem, so habe ich das Gefühl. Ja, zur Chronik habe ich euch ja gerade was erzählt. Der T14, der normale, wurde 2015 bei der Siegesparade präsentiert. Ja, wenn ich jetzt da noch was zum normalen T14 Armata erzählen würde, dann würde das den Rahmen des Videos sprengen. Das mache ich mal in einem extra Video. Wir können ja mal die beiden Panzer gegenüberstellen. Gucken uns das mal an. Wie gesagt, ich habe ja beide drinstehen. Wie gesagt, hier seht ihr, er zeigt Schaden an, ein bisschen weniger. 700, das ist aber die Stockmunition. Also ihr habt 850. Ein Durchschlag von 830, sorry, mit der AP beim T14. Ja, 750 zeigt er ja an, also da habt ihr, seid ihr annähernd gleich bei beiden Panzern. Wie gesagt, der 152 hat 850 Durchschlag mit der AP-Munition. Natürlich habt ihr einen höheren Reload, einen deutlich höheren Reload. Ja, seid auch, wie gesagt, 5 km/h langsamer als beim normalen, weil die Kanone doch einiges an Gewicht mitbringt. Ihr seht es hier, 2,7 Tonnen wiegt der Panzer mehr. Tarnung haben sie beide gleich, Sichtweiten sind auch gleich, identisch. Turmschwenkung ist ein bisschen langsamer. Ihr seht es da, minus 1 Grad. Also ihr seht das, 440 Meter die Sichtweite. Tarnung ist gleich, aber die kann man beim Kampfpanzer außen vor lassen. Panzerungswerte sind dann wieder identisch. Ihr seht es. Auch die Trefferpunkte sind, wenn ihr den normalen T14 ausgebaut habt, dann identisch. Wie gesagt, das hier sind die Stockwerte beim T14 Armata. Ihr habt dann auch bei beiden diese 3550. Wie gesagt, aber den deutlich höheren Reload. Ja, zu den Einbauteilen ist so ähnlich alles. Ja, Retrofits habe ich natürlich den verbesserten Kanonenverschluss drin, um das, die Nachladezeit noch ein bisschen zu drücken, um 10%. Hab dann nochmal den ballistischen Computer drin, die Zielzeit ein bisschen verbessert, das Reparaturset, also Pionierwerkzeugset, und die Turmschwenkung nochmal ein bisschen unterstützt. Kommandant habe ich den Philipp Holzklau drin, bei der Crew wieder auf Drehgeschwindigkeit und Geländefähigkeit, Zielgeschwindigkeit und die Turmschwenkung nochmal ein bisschen unterstützt. Ja, soweit zu den
Daten zum T14 Armata. Ich habe euch ein Match mitgebracht auf Roughneck. Ein sehr schönes Match. Ich bin im Zug mit, im Zug, Entschuldigung, ich habe im Team, im eigenen Team, noch einen T14 152 und wir fahren da ein bisschen im Verband, weil das eine gute Kombination war, weil wir im Gegnerteam drei Leopard 2 AX hatten. Und ja, die können schon gefährlich sein, aber ich will nicht zu viel verraten. Schaut euch das Match an. War eine spaßige Runde. Danach sehen wir uns noch mal kurz in der Garage. Also viel Spaß. So, wir sind auf Grindelwald. Gegnerteam 3 Leopard 2 AX, Centauro und ein Terminator. Ja, die uns natürlich problemlos durchschlagen können. So.
würde sagen, wir bewegen uns mal Richtung Stadt. Ich versuche jetzt noch einen Schuss zu setzen. Da sind wir auch nicht durchgekommen. Ja, da habe ich gar nicht gesehen, dass ich die Drohne habe. Also kleiner Fehl. Aber ich glaube, ich konnte sie noch setzen, die Drohne. Drohne ist unterwegs. Ich werde mal wieder Richtung Stadt fahren. Wir erobern Punkt 5. Die 5 wird jetzt angegriffen, wird attackiert. Da muss ich mal aushelfen. Wir haben was abgekriegt.
Also die 5 gehört uns, harter Kampf. Hab auch schwer einstecken müssen, aber wir haben die 5. Zieht sich zurück. Sehr schön. Ja, da hat es mich erwischt. Aber im Moment führen wir noch, aber ganz knapp. 4 wird jetzt auch eingenommen von uns. Aber ich werde gleich mal wieder die 5 attackieren. Ja, 5 gehört immer noch uns, also wenn wir jetzt die 4 noch einnehmen, dann können wir vielleicht die Führung noch ausbauen, bevor die Zonen wechseln. Also so schnell wie möglich wieder in die Stadt, in die Raffinerie. Wir haben Punkt 4 erobert. 5 wird jetzt eingenommen, wie es aussieht. Feind hat Punkt 5 erobert. Aber da müssen wir gleich wieder angreifen. Jetzt die Zone zurückholen. Wenn es klappt. Ja, wir haben die 5 zurück. Haben jetzt 2 Zonen. Sehr schön. Ich werde jetzt mal hier warten. Mein Kollege mit dem T-1452 ist auch da. Ich denke mal, dass die Zonen gleich wechseln. Hier ist jetzt was, ein Ziel. Kommen wir da ran. Kommen wir jetzt nicht ran. Ich würde sagen, ich fahre mal im Verband mit dem anderen T-1452 mit, weil das eine gute Kombination ist. Ihr seht, wir können die Führung ausbauen. Da haben wir jetzt wieder die gegnerischen Leopard. Jetzt werden wir natürlich den ein oder anderen Schuss wieder. Ja, jetzt müssen wir angreifen. Den Schuss haben wir verschwendet, schade. Sehr schön, den haben wir weg. Gucken wir mal, ob wir uns den letzten Leopard noch holen können hier. Er ist alleine. Ja, Low Roll 951. Leider.
Den können wir wegmachen. So, jetzt geht's mal Richtung 6. Weil wir doch eine Zone brauchen. Also bisher eine sehr gute Runde im T14 152. Ja, da hat es uns erwischt, schade. Aber 35 Sekunden noch, das sollte ein Sieg sein. Ja, da haben wir die drei Leopard doch ganz gut in Schach gehalten. Sehr schöne Runde. 20 Sekunden noch. Ich denke mal, da bekommen wir nicht mehr viel ab vom Kuchen. Das ist auch verloren für den Gegner. Ja. Wie ich gesagt habe, da bekommen wir nicht mehr viel ab. Jetzt gucken wir mal auf die Endabrechnung. Gute Runde. Jetzt bin ich gespannt. Aber gute Zusammenarbeit da mit dem Gegner, mit dem eigenen T14 Armata. Also ihr seht, zwei T14 Armata, 152 ist schon eine gute Kombination von Feuerkraft. Wir konnten da die Leopard ganz gut auf Distanz und in Schach halten. Ja, wenn die drei da besser zusammengespielt hätten, im Verband aufgetreten wären, dann hätten wir da keine Chance gehabt. Aber ja, wir haben das ein bisschen besser ausgespielt. Jetzt bin ich mal auf die Endabrechnung gespannt. Ja, 1,5 Millionen, 17.000 Schaden, Goldmedaille. Sehr schön. Das war der Tagessieg auch. Also da macht man dann mal 1,5 Millionen Credits. 17.800 Schaden. Die beiden T14 152 natürlich oben. Ja, eine richtig gute Runde in diesem Panzer. Ja, das soll soweit zum T14 Armata gewesen sein. Also, er kann Spaß machen. Ihr habt es gerade gesehen, mit seiner Kanone hat er natürlich eine enorme Feuerkraft. Da kann man auch mal drei Leopard auf Distanz halten, im Schach halten und ja, aber Panzerung, ja, gefühlt geht jeder Schuss durch. Nichtsdestotrotz ein spaßiger Panzer. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich über ein Like und ein Abo von euch freuen, wer es noch nicht getan hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal, bei mir, beim Playguru. Ja, bis dann, euer Sven. Tschüssi.